birthday to me. Warte mal, heute habe ich gar nicht mehr Geburtstag. Oh. Traurig. Das ist Zalkov, ne? Das war der Klang, wie ich einen Roboter das Genick breche. Warum haben alle Leute in meiner Armee ein Problem? Okay. Ja, hi und willkommen bei der Meister Nero P. Und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Zelkov hat auch schon, ich wollte schon sagen, er ist schon mal geweckt, ne? Heute sind wir in Kapitel 19. Wir spielen heute Kapitel 19. Ja, Kapitel 19. Und wir spielen heute das nächste Kapitel mit den Namen. Mit einem sehr interessanten Namen. Die Tote Stadt. Death Valley. Und ja. Gucken wir mal, ne? Wird schon klappen, ne? Weil es hat letztes Mal passiert, als wir direkt vom einen Story Chapter zum nächsten gegangen sind. Ja. Kapitel 17 ist passiert, ne? Aber wird schon diesmal klappen, ne? Nebenquests machen wir eben dann nach, ne? Die auch Level 7 sind, weil die sind in der Regel immer schwieriger, ne? Soweit die Theorie. Ich habe vergessen, meine Notizen zu öffnen, wo ich meine ganzen Bandgespräche notiert habe, die ich freigeschaltet habe, ne? Ich würde ja alle immer on-screen machen, ne? Aber die werden immer sofort abgespielt, wenn man die freischaltet, weil ich ein bisschen doof finde. Die kann man nicht so ansammeln wie Unterstützungsgespräche, also muss ich immer hier diesen merkwürdige Prozedur machen. Also ich muss es nicht machen, aber ich will es. Und ja, wir haben, weiß nicht, 6, 7 oder so von denen. Wir haben eine Charaktere trainieren lassen, zum Beispiel hier Linden, unseren neuen Kollegen. Den habe ich mit Beilef trainieren lassen, damit er halt ja hier schön den Erfahrungsboost bekommt. Habe ich denen überhaupt die Sachen schon beigebracht? True Story. So. Und dann habe ich ihn natürlich auch mit Lin trainieren lassen für mehr Geschicklichkeit. Aber sonst wüsste ich nicht was. Ich muss mal Celica wieder haben, ne? Die hat Magie plus gegeben. Okay, damit kann ich alle Banditen auslöschen, die meine Eltern, nenne ich Eltern. Irgendwas hat sie, ich weiß nicht mehr, wieso sie was gegen Banditen hat, aber sie hat irgendwas gegen Banditen, ne? So, ich sollte mal eher nach der Liste gehen, weil ich bin jetzt voll verwirrt. Ich habe Ember trainieren lassen mit Sigurd auf Level 10. Das hat mir letztens gefallen, weil ich da im Beilefs Nebenkapitel gesehen habe. Und daher habe ich ihn ein bisschen hochgelevelt, ne? Oh mein Gott, ein Alpaka-Ritter. Das wäre so toll. So, dann habe ich Jade mit Lin trainieren lassen, weil den Geschicklichkeitsklau und die Klone gefallen mir auch mit meinen Rittern. Dafür tut sie irgendwie nicht sehr oft lachen, finde ich. So, dann habe ich Diamant mit Eik trainieren lassen. Versucht immer so aufzurunden, wenn ich hier im nächsten Kapitel reingehe.
So, dann habe ich Kagetsu noch trainieren lassen. Wo ist er? Da. Und zwar mit Lucina. Das weiß ich sowieso mich immer, ne? Die können ja irgendwie nicht fest interagieren mit der Welt, ne? Aber aus irgendeinem Grund können sie irgendwie kämpfen. Das verstehe ich irgendwie nicht so. Jetzt, wo ich da nachdenke, ist mir noch nie so aufgefallen. So, und dann habe ich noch Citrine mit Corin trainieren lassen. Sie ist jetzt hier. Sie hat den Auftrag des Festnagels. Und da war's. So, aber wir sind noch nicht fertig, weil letztes Mal habe ich eine Menge Geschenke bekommen, die ich alle eiskalt wieder zurückgeschenkt habe, ne? Ich habe dementsprechend eine Menge Supports freigeschaltet. Das könnte vielleicht ein etwas länger hier dauern, ne? Aber ist auch nicht schlimm, ne? Erst einmal Linden, du bist neu. Ich hab ihm, glaube ich, nur ein oder zwei Geschenke gegeben und er hat schon direkt das Neueste freigeschaltet. Ich habe immer noch welche übrig, aber niemand hier will jetzt irgendwie noch ein Gespräch freischalten. Also warte ich noch. Zum letzten Mal, ich werde mich nicht nackt ausziehen. Oh mein Gott, ich muss unbedingt Wanda und Linden zusammenpaaren. Die haben, glaube ich, auch einen Support. Ich könnte jeden Moment tot umfallen. では。ですので、リンデ。すぐ話をしましょう。これ以上の問答こそ時間の無駄遣いです。今日も私の知らないことをたくさん教えてください。神竜様、全く仕方のないお方じゃ。神竜様が望むのなら、わしが持つ知識をいくらでもお分けしや。 Und ja, da sind noch eine Menge übrig, ne? Diamant. Die Hauptcharaktere sind jetzt alle auf B, glaube ich. ディアマンドが暗い顔をしているとは珍しいですね。ああ、神竜様か。変なところを見せてすまない。その手に持っているものは？これは私の父上、モリオン王から授かった勲章だ。モリオン王から。イルシオンとの戦闘で 敵に囲まれたことがあってな。どうやって仲間と共に生還するか必死になって指揮を取った。その結果、この勲章を授かって私は父上に初めて認められた気がした。しかし時々思ってしまうのだ。あの時はただ運が良かっただけで、この勲章に見合う活躍ではなかったのではないかと。いつも堂々としているディアマンドにも 不安や悩みがあるのですね。弱気なところを見せて悪かった。ちょっとミスメイ、ちょっとスタイフ。これね。ブロディア王国第一王子の威厳に関わるからな。はい。これ、ビゾフォアイツ。あ、絶対エア、意味で青かったさ、インソイ。これでお会いこです。それ、アンス。でも一つだけ言わせてください。ん？弱気なところもあると知って、 私はディアマンドにとっても親しみが湧きました。弱気も悪いところばかりではありません。本当に神竜様は不思議な方だ。
Und deswegen liebe ich auch wieder. Damit zum Geburtstag gratuliert. So, was haben wir noch hier? Tun wir mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Anna und Temera. Los geht's. ミスティラ王女、何？アンナさん。ソルム王国に足りないものとは、つまり何でしょう？<笑>謎々を考えてきたの？違う違う。これは遊びじゃないのよ。遊びじゃない？どういうことかしら。ソルムに足りないものが分かれば商品の仕入れに役立つでしょ？だからソルムのことならなんでも分かってそうなミスティラ王女に聞いたってことなの。 なるほどなるほど。アンナさんは行商人だもんね。それに家族とは剥がれて。商売をしないとどうにもならないのよ。でもソルムはもともと商人の多い国だからね。今から参入するのは少し厳しいかもよ。普通の品物くらいじゃ流通経路も確立しちゃってるってことね。 なら今までにない新商品を開発してみせるわ。それなら太刀打ちできるはず。さすがはアンナさん。ソルムのためになるなら私も全力で協力するわ。何でも言ってね。ありがとう、ミスティラ王女。そうと決まれば早速研究を始めなきゃ。あ、そうか。 So, dann haben wir, weiß nicht, ja, Alquist und Andreo, ja, mach. Sind da zustande gekommen. サルク王子、初めての宴はどうでしたか？どうして僕は宴に参加してしまったのでしょう？Relatable。朝までぶっ通しの宴は初心者にはきつかったかもしれませんね。 大音量の音楽が演奏され、一晩中人々が大声で叫び、踊り狂う。まさに地獄の光景。軽い気持ちで言ったのが間違いでした。最高だったでしょう。ごめんなさい、パンドロ。僕には合わない空間だったかもしれません。いやいや、その判断はまだ早いですって。見ちゃおうね。だって今回。Exact宴の中に飛び込んじゃって、我を忘れるくらい楽しんでなんぼですから。次はあるのですか？僕は遠慮しておこうと思ったんですが。オッケー、オッケー、全然大丈夫ですから。俺に任せておいてください。ウェイ。ウェイ。いや、あいつだ。おお。 あお、うれ、そう、みんな続くつもりや。ディメラ、まがちょん、先ぽちょん。なんて素敵な場所でしょう。ただ立っているだけで日々の悩みが吹き飛んでいきます。喜んでもらえたのなら良かったです。いつも来ているのはこの渓流なんですか？ええ、まあ。 およそこの辺と言っておきましょう。およそ？俺はかなりの方向音痴でして、また同じ場所に行きたいと思っても成功したことがないんですよ。へえ。待って、ウィカメラオーザ。急に不安そうな顔になって。私たちちゃんと帰れますか？ <笑>大丈夫ですよ。道に迷わないよう枝を折りながら来ましたから。見てください。そこの枝が折れてますよね。つまり帰りはそこから。あれ？折れてませんね。あれ？折ったはずなんですけど。どこの枝を折ったのですか？Okay, keine Panik. Keine Panik. Beruhig dich. Keine Panik. どうしよう。本当ごめんなさい。 でも大丈夫。とりあえずこっちの方向に行ってみましょう。いえ、逆を行きましょう。え？あなたが方向を変えたらその反対が正解のはずです。なるほど。ごもっともなのか。やっぱり。
Und dann landen sie, in einem McDonald's und haben zu Mittag gegessen. Weiß ich nicht. So, Hortensia und Linden. Zeig mal. Ich weiß nicht, warum das das erste ist, mir in den Kopf gekommen ist. Linde, Onee-sama ga yonde ita wa yo. Hortensia-sama, wazawaza sumimasen. Ii no yo, hoka no yōji no tsuite da kara. Ara, sono kai ga tattemo kirei na shita. Ist sie süßer als ich? Ich muss sie umbringen. このアブライは妻を描いたものです。リンデの奥さんなの？こんな美人の奥さんがいたなんてすごいわ。オルテンシア様にそう言っていただけるとは、妻もきっと喜んでおると思います。ぜひ挨拶がしたいわ。今度紹介してちょうだいね。残念ですが、それはできませぬ。 妻はすでに亡くなっておりますからな。ごめん、私知らなかったから。気にすることはありませんぞ。わしらの間には3人の子供がいて、それぞれが独立して立派に生活しております。わしは賢者として多くの魔導兵も育て上げました。天国の妻もきっと喜んでいると思いますよ。 リンデンはとても優秀なのね。奥さんも鼻が高かったんじゃないかしら。そうだリンデン、私直属の先生にならない？あなたに教わればあたしもっと強くなれると思うの。嬉しい申し出ですが、それは難しいのですじゃ。どうして？今のわしではオルテンシア様を教育する体力はありませんのじゃ。そっか、 Mein Magiewert ist nicht so gut. Wende dich an Citrin, die hat voll den riesigen Magiewert, glaube ich. So, jetzt haben wir nur noch mein Hauptcharakter. Wir sind wieder mitten in der Wüste. Wo sind wir hier? Ich habe mich von Butcher und Support hierhin verirrt. Wo bin ich? Akkurate Übersetzung.盗賊の本拠地が判明したから2人で乗り込んで壊滅させてからお肉を焼いて食べようが正解だったと思います。長いから省略しただけだよ。省略しすぎですって。でも王女自らが本拠地に突入するなんてミスティラには驚かされっぱなしですよ。別に普通だと思うの。 Politik hat durchschlagende Argumente. Und wer nicht zustimmt, der muss bestraft werden. So, Bullet. Noch etwas geriebener Weichkäse. Diese Animation erinnert mich jedes Mal, immer wenn ich. Ja, jeder Charakter hat hier irgendwie so seine Animationen, ja. Ne? Und jedes Mal, wenn ich ihn seine sehe, denke ich mal an noch etwas geriebener Weichkäse, Sir. Genau. Oh, Entschuldigung. Ich hatte gerade eine Genachos. Oh. 昼食を食べた時に少しだけ服にこぼしてしまったのです。少量だから平気だと思っていたのですが、すみません。すぐに着替えてきますね。私は何かアップポッツだぞ。そのままで。もっと近くにお召し物の香りを確かめさせてください。え？この香り。 恐らく私の知らない料理に違いありません。まず、
Ich will mal zum Posten in Discord. Das bin ich.私は着替えてきますね。では。 Okay. So, vom einen blonden Ritter zum nächsten. Boom. Er sieht so viel besser aus mit dieser Rüstung. Amber, 今日もアルパカたちに話しかけているのですね. Ah, 神竜様. 今、なんて言っていたのですか? アルパカ語で元気でやってるかって言いました。今のでそんな意味に。目、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 目
Ja. Eintopf mit Pökelfleisch. Und wir holen uns mal einen 40 Kuchen. Irgendwie ist resistent immer der einzige Wert, der fehlt. Was wäre, wenn ich die Sachen hier nicht anklicken würde? Würde ich dann nicht irgendwie? Aber den, ne? Wird schon klappen. Messen wir jetzt, wenn noch eine Unterstützung freigeschaltet wird. Nein, anscheinend nicht. Ich kann seinen Hunger nie stillen. So, ich habe immer noch ein paar Geschenke übrig, aber das müsste jetzt hier erstmal reichen, ne? So, diesmal bin ich auch vorbereitet, ne? Diesmal habe ich wieder alles erledigt, ne? Alter, wir sind erst 26 Minuten, ne? Ich vergesse mal, wie kurz das ist. In Free Houses haben die Konversation so lange gedauert, ne? Hier geht das so schnell. Ich bin immer überrascht. So, dann gehen wir zur Weltkarte. Wir machen das nächste, boah. Ich habe jetzt sogar keine Flasche zum Trinken oder so. Ich vergesse mir eine zu holen. So. Boah, mein Hals. Okay, gehen wir mal hier rein erstmal. In der Katze hole ich mal kurz was zu trinken. Okay, wir sind Kapitel 19, Hafen von Givray. Nach einem erfolgreichen abgewehrten Angriff auf See erreichen die Gruppe einen illusionärischen Hafen. Ich hoffe, wir kriegen hier einen neuen Ring, weil da wäre natürlich am besten, ne? So, rein da. So, und ich hole mir mal kurz was zu trinken, ja? Ne? Wie hört man das denn von hier aus? ベイル様のご様子は。まだお目覚めになられない。やはり無茶な術をかけすぎたのでは、しばらくの間元のベイル様の状態にして差し上げて様子を見ては。そのことについてはウレイがなくなりそうよ。ソンブル様からマホームを賜ったのに。 ソンブル様のお力が込められていて、私の術の力を何倍にもするものらしいわ。これさえあれば今度こそ欠陥品の存在を消せるかも。早速試してみましょう。次はソンブル様に良いご報告ができるようにしないと。そういやさっき兵から報告があったぜ。 Wir haben verloren, wie immer. Ich fange langsam an zu glauben, wir sind echt kacke. ここに来るのも時間の問題だな。時間稼ぎが必要。じゃあ僕が行く。やばい。でもさすがに一人じゃ危ないから。モーブ、あなたも一緒に行ってあげてちょうだい。承知した。 僕一人でも大丈夫なのに。これ、2人。いや、実は、ビニッシュ、スターク。いや、おしまいが、あんまり、ね。セピア。俺からも条件が。ベイル様に術をかけるのは、俺が戻ってからに。わかったわ。オンに切る。
Ja, deswegen glaube ich, er ist irgendwie, er schließt sich irgendwann uns an, weil er scheint sehr besorgt zu sein, was Vale angeht. Ja. Ja, und er ist nicht freiwillig da anscheinend. Weil die beiden scheinen irgendwie auch so eine Connection zu haben, und Bavier und Mani haben irgendwie eine Connection. Vielleicht tun sich die beiden uns anschließen. Ja, für die beiden glaube ich nicht. Kann der Dämonendrache nur es wagen, böse Sachen zu machen? Was für eine Lunke. Ich bin noch am Leben, überhaupt keine Überlebende. Aber jetzt gibt's Zeit verschwenden mit Nebenquests. Zu spät hier angekommen. Ja, total. ありがとう、神龍様。このまま王城に向かいましょう。ああ、キリステル方を選んじゃったか。誰です。いや、シクのマロンちゃん。それからモーブ参上だよ。久方ぶりだな。 Mir fällt immer, kämpfen wir schon gegen die beiden. So in der Konstellation zum dritten Mal. Ich glaub, zum vierten Mal sogar. Jetzt, wenn ihr mir eure Ringe gibt, ihr habt bestimmt welche ausgesetzt, oder? Sie hatte Roy letztens, er hatte Celica, gib mir bitte Celica. Oder hat er, ne, er hatte Mikaya, ne? Ne, der eine Typ hatte Celica. Mikaya wäre eigentlich auch nicht schlecht. ベイル様のことが気がかりか。あの方は。ああ、情報なんか渡さなくていい。その質問には答えられないよ、神竜。僕たちから君にあげるものは何もない。僕たちと戦って無様に負けて、その死体になら答えを教えてあげてもいいけど。ではこちらも力ずくで聞かせていただきます。
この場所で生きている人に出会ったのはあなたたちが初めてですから。Okay. Okay. Dann machen wir die zum 100. Mal platt. Mob, これ. Jawohl. Monschoshi no Yubi wa Sepia ga motasete kureta no ka? Katte ni karite kichatta. Oh, die werden sowas von uns gehören. Sonna koto o shita ra怒られる？罰される？そんなわけないよ。僕たち地区はソンブル様のお気に入りなんだもん。それより、ここで一つでも指輪を奪って帰れば、きっともっと褒めてもらえるよ。その用な理由で許されることではないぞ。お説教なんて聞きたくない。いいから、それ使って戦うよ。僕の足引っ張ったら許さないんだから。 Okay, wow, die beiden. So, 12 Charaktere, ja, weil ich habe, glaube ich, 15 oder 16 Charaktere vorbereitet, ne? So, Lin, zeig, was du drauf hast. Und Citrin, das waren die Heiler, die ich heute mitnehmen wollte, ne? Und das sind Mikaya und Roy, ja. So, und sie hat immer noch keine zwei Rang mit zwei Reichweite. Sie hat immer noch keine Waffen mit zwei Reichweite. Ihre Resistenz ist 35. Entschuldige, was? Oh, durch den Gelände, okay. Miasma. Ach, das ist das. Das hat man doch schon mal irgendwie, ne? Okay, hier ist anscheinend ein Haus. Cool. Da ist auch ein Haus. Map ist irgendwie klein. So. Ich will mir erstmal die Charaktere anschauen, gegen die wir kämpfen. So, ist das ein neues Viech? Nee. So, ich liebe es, gegen diese Viecher zu kämpfen. Aber irgendwie werden die stärker. Die machen genauso viel Schaden wie letztens. 29. Sind wir genauso stark wie vorher. So, läuft schon alles mit Silberwaffen rum, Silberschwerter und so. Silberlanze. So, hey. Hey! Wo bist du denn? Du bist doch hier von Dings hier, von Diamant irgendwie, von Brodia, ne? Eine Kriegerin aus Brodia. Sie ist eine unerschrockene, entschlossene Sucherin der Wahrheit. Du hast einen persönlichen Skill, Siegeswille. Sind die KP der Einheit bei Kampfbeginn unter 50% Elzin Kampftreffer und Ausweichen plus 20. Und das ist eine sehr riskante Fähigkeit. Aber wenn ich eher irgendwie, wenn ich eine ihrer Waffen irgendwie ausweichen geben würde, ne? Aber ist sie eine, sie ist eine rekrutierbare Einheit dann, ne? Cool. Das heißt, ich muss definitiv Diamant mitnehmen, ne? Weil Diamant habe ich Alchemist auch irgendwie vorbereitet. Ja, nehmen wir mal die beiden mit. Ich nehme an, ich kann mit meinem Hauptcharakter einfach reden, ne? So, und dann alle die, die hier noch trainiert werden müssen, ne? Yunaka. Ich kann wieder hier nirgendwo. Hier gibt es schon wieder nirgendwo Gebüsch, wo ich sie reinpacken kann. Dreck. Ich wollte sie eigentlich mal hoch trainieren, aber okay, wir hatten die ganzen dicken Ringe. Du und Kagetsu. Zwei Schwertmeister. Ja, ich habe die beide ausgerüstet. Was mache ich da eigentlich? So, Amber. So, und dann okay, was haben wir denn hier? So, Magier haben wir. Wir haben ein Schütz, wir haben zwei Schützen. Zu viele doppelte Einheiten. So, wir haben ihn, wir haben sie, wir haben sie. Wir haben noch keinen Axtkämpfer. Doch, hier haben wir einen Axtkämpfer.
Patron, muss ich sagen, ne? So, Yunaka, Gold Mary. Ja, jetzt habe ich die leider schon alle so ausgerüstet. Ich habe jetzt mal jetzt noch mal umzurüsten. So, er hat der Tomahawk, der Super Tomahawk. So, dann nimm du mal. Rückblick betrachtet hätte ich auch echt nur 12 Charaktere vorbereiten sollen, ne? So, du nimmst der Tomahawk. Damit rockst du bestimmt auch hier das Haus. So, du hast nichts super cooles, du auch nicht. Ja, passt so. So, alle Ringe verteilt, ne? Bis auf meine DLC-Ringe. So, wenn ich Glück habe, kriege ich hier nach 2 neue Ringe, ne? Wenn die so doof sind und die fallen lassen. So. Ah, jetzt verstehe ich den Titel, die Todstadt. So, er wird natürlich wieder hier am allerschlimmsten sein, ne? Aber er scheint sich noch nicht zu bewegen. Jedenfalls jetzt noch nicht. So. Kriegerlanze Teleport. Mhm. Ah, okay. Ich dachte, er kann sich selber irgendwie teleportieren. Warum hast du Rettung? Mir gefällt das irgendwie nicht. Eine Kriegerlanze auch noch. Ja, toll, der hat Magie und physische Waffen. Das ist nicht gut. Sie wird natürlich wieder kein Problem sein, ne? Würde ich sagen. So, ich sehe gerade, er hat 2 Diamanten. Sie hat einen. Also so HP-Balken. Nicht gut. So, ich habe gar nicht den Rest der Leute hier alle nachgeschaut, ne? Simulanz, gehen wir ja mal durch. Nichts zum Droppen. So. So, er ist der Einzige, der das Ding hier beschützt. Das heißt, hier kann man eigentlich locker hinkommen, ne? Wenn ich die richtigen Leute da einpacke. Und hier. Was ich hier wahrscheinlich machen werde, ist, ich packe Chloe dahin. Sie kommt sogar, ich kann sogar da im ersten Zug hingehen. Habe ich Chloe überhaupt dabei? Ich glaube, ich habe Chloe gar nicht dabei, ne? Verdammt. Wer hat Sigurd? Ember. Oh, man kann einfach. Ach so, ich dachte, er wäre ein Dach von so einem Zelt oder so. Okay, cool. Hier können wir eigentlich im ersten Zug schon reingehen, ne? Und er kann sich ja danach bewegen, ne? Jetzt hier geht die rein, dann 1, 2, 3, boom. Dann haben wir das erledigt. Dann müssen wir nur noch irgendwie hier hinkommen. Obwohl, wenn ich brauche ihn eigentlich gar nicht da. Was ich ja machen kann, ist. Wie viel Bewegung bekommt er, wenn er das aktiviert? Plus 5. Warte, was? Kommt er noch mehr? Brenne verleiht zusätzlich plus 2. Also plus 7 Bewegung. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich kann da schon im ersten Zug hinkommen und ich glaube, niemand anders erreicht ihn. Ich glaube, das würde ich gerne machen. Ja. Ja, dann aktivieren wir ihn als erstes, ne? Mit Sigurd. Er geht dahin, er wird einmal angegriffen werden von dem Ding, aber das wird er überleben. Dann haben wir die Situation schon erledigt. So, ich möchte dich ansprechen, ne? Um das zu machen. Ich weiß nicht, mit wem ich dich ansprechen muss. Es sieht so aus. Und niemand kann mich hier erreichen. Finde ich gut. Das ist eine sehr gute Startposition hier. Das ist eine unglaublich gute Startposition, finde ich.
So. Ich meine, wir müssen sie so schnell wie möglich ansprechen, ne? So. Ach, da guck mal, da sehe ich sogar. Da seht ihr die Sprechblase über sie, das heißt, er kann mit sie mit ihr reden. Er kann mit ihr reden. Cool. Und er kann mit ihr reden, wusste ich doch. Für den Fall aber, dass sie nicht rekrutiert wird durch ihn. Ich meine, da kann ich noch immer, ja, kann ich einen Teleport so rausholen. Ja, ist kein Ding. So, okay. Das ist eine gute Startposition, finde ich hier. Ich finde, das ist jetzt nicht so schwierig hier. So. 35 Angriffskraft, 33. Was ist das hier? Ja, dann ist es 11 KP. Will sich neben ein Verbündeten wird der da. Ach so, das hat man hier auch. Königsritter sind das. Okay. Ich kann sie in Reichweite hier reinpacken von einigen Leuten. Sie kann eigentlich schon so. Also meine Strategie ist, sie so schnell wie möglich zu rekrutieren, damit wir sie hier rauskriegen, ne? Weil vom Computer gesteuerten Verbündeten deren eigene Aktion zu hinterlassen, ist nie gut. Von daher, ja, machen wir das so, ne? So, ich glaube, ich muss nicht viel von meiner Startposition hier ändern, weil sobald ich die Häuser hier alle eingesagt habe, ist der Stress sozusagen weg, ne? Dann habe ich keinen Grund mehr, irgendwie schnell zu spielen, ne? Von daher reicht das eigentlich hier schon, was ich hier gemacht habe. Mal meine Schützen hier rein, damit die von da schießen können. Also wir können uns ja eigentlich irgendwo ja voll hinein verbarrikadieren, ne? Wir haben hier Kanonen. Die sollen mal ruhig näher kommen, ne? Also was? Machen wir halt so. Ich glaube nicht, dass hier viel ändern muss. Ja, mein Gott. Hört rein da. Ich muss immer sicher gehen, ne? Von daher hast du irgendwas vergessen. Man muss halt ganze Ding wieder neu starten. Aber wir sind okay. Mani und Mivier besiegen. Was bedeutet das? Du bleibst gefaced da. So, lass mich das mal ganz schnell unterbinden, ja. Ja, der war auch mein Freier. Wie ist überhaupt hier hingekommen? Und wir kommen jetzt hier die ganze Zeit mit Rentner in unsere Gruppe. Boom. So, dann haben wir das schon erledigt. Kommt sie hin. So, und die bewegen sich nicht. Finde ich sehr cool. Cool. Direkt einen neuen Charakter bekommen wir da. Und ich bin so froh, dass sie ein Krieger ist, weil ich habe Anna zum Krieger gemacht. Wenn ich sie zum Berserker gemacht hätte, dann hätten wir jetzt drei Berserker und einen Krieger. Jetzt haben wir zwei Krieger und zwei Berserker und ja, das finde ich sehr gut. So, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, ne, dann müsstest du halt erreichen, das Ding, ne? Jawohl. Was ist das denn?
Entschuldige, was? Ach, ich habe ganz vergessen jetzt hier irgendwie. Ja, so viel dazu. Da habe ich extra diese boah Herzspiel, ne? Ich fass das einfach nicht. Boah. Na gut, ist, wir können uns jetzt alle hier rein verschanzen. Alter, ich habe noch nie gesehen, so ich das Spiel so hart trollt, ne? So, warte mal, so wie ich das jetzt verstanden habe, ne? Tut das Ding jetzt, kann ich das Ding von hier aus abschießen? Nee, ich muss hier hin. Irgendwas sagt mir, ich sollte das aber noch nicht sofort machen, ne? Ich warte einfach mal, bis ein paar Leute sich hier rein bewegen, weil die bewegen sich so oder so nicht, ne? Das heißt, bleib du mal hier. Du bleibst auch mal hier für mehr Schaden. Und warte, was? Ich komme gar nicht mehr. Hallo? Ach hier, okay. Wow. Okay. Das sieht mir jetzt nicht nach so einem unglaublich schwierigen Kapitel aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich nehme an, jeder sollte aber mal hier so warten. War da noch eine irgendwo? Da oben ist auch noch eine, verdammt. Okay, ne, kommen wir auch runter. So. Okay. Ja, das Teleport ein. Ey. Dieser Sack. Ey, warte mal. Wo kommt der denn auf einmal her? Hat er mehrere Leute teleportiert? Was hast du gerade gemacht? Okay, einen Moment. Dann stehe bis Level C verwenden, damit die Reife des Stabs um 5 bräuchte des Effekts um plus 1. Heißt das, du kannst zwei Leute? Okay. Ich bin mir nicht so unglaublich sicher, was hier gerade los ist. Aber irgendwie schafft er es hier. Woher soll ich denn das wissen, ey? Okay, einen Moment. Dann. Warum sich deine Reichweite nicht? Warte. Okay, solange ich also das hier alles verschanze, ist das in Ordnung, ne? Sobald ich Leute reinpacke, die das aushalten. Gott, das ist ja voll zum Kotzen dann. Du musst ja nur eine Person irgendwie reinpacken, die irgendwie relativ schwächlich ist, und dann sind wir tot. Oh, sehr cool. Aber da muss man aus dem Intro, wo sie ja einen auf Neo macht. Wenn wir gerade einen habe ich überhaupt jetzt ihn, ja, okay, ich habe ihn links gegeben. Okay, solange ich also hier alles abblocke, ist eigentlich okay, ne? Was ich jetzt mache, ist der hier. Weißt du, selber Lanze, kein Ding. Außer du hast da irgendwie so Magier, die du teleportieren kannst. Hast du aber nicht. Ich habe schon gedacht, das ist irgendwie zu einfach hier. Ja, bei denen hier. Weil du bist sowieso angegriffen, ne? Ich spare mir noch auf.
Ich habe so das Gefühl, sobald ich die angreife, bewegen die sich. Von daher lassen wir das noch. Den da. So, so wie ich das jetzt richtig gesehen habe, ne? Du kannst sie höchstens hier in irgendwo so teleportieren, ne? Ne? Ich sehe natürlich nicht die Reichweite von dem Angriff, was ich kacke finde. Okay, ich verstehe nicht, wieso Etty von allen Charakteren noch so hinterher irgendwie mit den Erfahrungspunkten. Schlecht ist sie doch gar nicht. Na, guck ich mal an. Oh ja, ich muss sie auf Level 5 bringen. Dann bekommt sie ja mehr kritische Treffer. So. Nein, geh mir. So, jetzt weiß ich ja, da oben das Haus. Muss nicht, ne? Wenn wir euch hier alle platzieren, müsste halt klappen. Was ich auch machen könnte, ist für den Fall, dass ich meine, der kann ja immer noch Sigurd einsetzen, ne? Dann kommt der auch da oben hin. So, soweit wirst du ja nicht treffen, ne? So, das ist natürlich blöde. So, warte mal, kann ich hier damit auch? Stand ja irgendwie was, Feuer hat, kann irgendwie damit interagieren, ne? Seht jetzt hier irgendwie was? Ach, dadurch geht halt weg, genau. Das ist ja nicht schlecht dann, ne? Also ich kann da, kann mich darum kümmern. So, komm mal her. Ja, ich will wahrscheinlich erstmal warten, bis der hier mit fertig ist, ne? Seine Einheiten teleportieren. Ja. Der kommt da nicht vorbei. Die Königsritter sind irgendwie nicht so stark, finde ich. Wir machen nicht so viel Schaden, ne? Na, jetzt kommen da ein paar Wolf-Leute. So, war ich. Ich meine, macht eigentlich Sinn, ne? Das. Warte mal, hier, guck mal. Genau deswegen war ich mir solche Sachen auf. Jetzt guckt sich das einer an. Okay, es macht die platt. Elite-Schütze. So, Mond. Ah, jetzt kann er Verteidigung ignorieren. Ja, die bewegen sich immer noch nicht. Okay, ich dachte, wenn ich die irgendwie ja so aktiviere, wenn ich die so angreife, dann werden die irgendwie, weil nicht. Dann fühlen die sich irgendwie lustig und wollen sich bewegen, ne? So, ich muss Citrin hier ausholen. Also ihre Treffsicherheit, ne? Aber ist okay. Ich hab zweimal an. Doof, doof, doof. Ich hab voll Eisen scheppern gehört. Aber mehr Figur. Mehr Geschicklichkeit.
war auf Level 5. Ich könnte ja eigentlich mit Ike da reingehen und Dings machen, ne? E für Ethier. Ah, jetzt habe ich mich ja voll. Ach, ich komme da gar nicht ran. Ja, aber ich sehe. Warte. Boah, wer hat da? Irgendjemand hat doch jetzt hier gerade. Wer hat hier gerade Verlegung? Diamant hatte Verlegung, den habe ich schon bewegt. Verdammt. So, dich kann ich bewegen. Und du kannst dich dann 3 Schritte wegbewegen, ne? Was sagt mir, ich muss die Leute hier schnell weg, schnell wirklich wegbewegen. Aber warte mal, werde ich jetzt von dem Feuer hier abgeblockt? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, ich kann mich da nicht mehr rausbewegen. Ja, die Alpakas, die werden sich alle freuen. Nein, kann er nicht. Cool. Das ist nicht gut. Damit. Das wäre ehrlich gesagt jetzt gerade nicht so gut. Mann, dieses blöde Feuer, ey. Dass ich da hingepackt habe. Ich glaube, das war nicht so eine gute Idee hier gerade. Mit der überleben? Ja, ne. Je nachdem, wen er jetzt dahin bewegt, ne? Selber Lanze. So, er macht 33. Oh Gott. Ich glaube, das war nicht so gut. Ich glaube, hier wird jetzt jemand sterben. Nun gut. Also wieso jetzt hier? Ach, natürlich ist ein Speer. Ja. Natürlich bist du getroffen. So, ich glaube, da muss ich noch mal resetten, je nachdem, was hier jetzt gleich abgeht. So, ich bewege mich jetzt hier raus, ne? Aber weil sie noch in Reichweite von den Dingen. Aber die nehmen nur Schaden in dieser Runde. Cool. Nee, nur einer hat sich jetzt bewegt. Wo kam denn dann vorhin der eine Typ her? Im ersten Zug. Ah. Die heilen sich lieber, anstatt mich anzugreifen. Alles klar. Alles okay, kein Problem. Ja, er bewegt sich, aber erreicht niemanden. Da, jetzt kommen hier ein paar Leute mehr. Ja, da kommen noch ein paar. Aber ist alles in Ordnung? Na, genau darauf habe ich gewartet. Okay, warum treffe ich ihn nicht? 51 Verteidigung?
aber den nehmen wir so oder so ein bisschen Schaden, ne? Komm mal her. Boom. So, aber ihr nehmt ja Schaden durch dem Feuer, ne? So. So ein Panzerbrecher. So ein Donnerschwert. Wäre das gut? Ja. Ah. Ah, warten wir lieber. Dann, warte mal. War mir eine ganz andere Strategie. So, jetzt muss ich sie aber da rauskriegen. Wo ist? Wo ist sie hier? Ich muss sie hier einpacken. Schon wieder ein kritischer Treffer, der nicht nötig ist. Also er kann nur noch ihn teleportieren, ne? Oh, und er ist so ein Wolfsritter, verdammt. Aber ist okay, weil wir haben ja alles in Brand gesetzt. Das heißt, die kommen ja nicht so schnell durch. So, wow. Oh mein Gott, natürlich. Wieder ein zu wenig. Hey, das gibt's mir nicht. So, du kannst ihn erledigen. Hält das Feuer ihn ab? Müsste ich mal hier rausbewegen. So, Zeit gibt's nicht. Kann er sich wegen dem Feuer hier rausbewegen? Soll eigentlich klappen, ne? Ja. Okay. So, du musst aber jetzt die Lanze mal hier ausrüsten. So, du erreichst niemanden, du erreichst sie. Wahrscheinlich machst du auch gar nichts, ne? Hast du eine? Warum hast du keine Vibe? Aber irgendjemand wird sie erreichen können, glaube ich. Ja, noch mal so. Du musst mal was anderes aus, damit du hier nicht drauf gehst, ne? Und dann heile ich dich hoch. Und dann müsste eigentlich alles okay sein. Hoffentlich. Sie wird auf jeden Fall niemanden töten, weil die alle haben irgendwie voll viel Resistenz. So, ich tue ja irgendwie sehr komisch spielen gerade, aber ist okay. Ich kann wissen, wie viel Schaden ich gegen ihn mache, aber ist okay. Und dann tun wir hier einfach den machen. Dann kümmern wir uns um die. Bleibst noch mal hier. So, der nimmt alle durch den Feuer ihr Schaden. Sollte es eigentlich gut gehen. Wenn ich ihr Tomahawk gegeben hätte, ne? Ach, uff. In Ordnung. Ja.
keine Verstärkungstruppen. Gut. Vielleicht sollte ich erstmal ja angreifen, bevor ich das mache, ne? Aber ich glaube, wenn ich den erst mache, ist das besser. Ja, sowieso niemand dadurch töten. So. Ah, ne. Ich kann auch den hier machen, ne? Naja, machen wir den hier. Aber ich werde ja wohl erledigt kriegen, ne? Die beiden da oben. Machen wir den hier. Daneben, ehrlich? Gibt's doch nicht. So, jetzt kommen sie von da, weil Silberschwerter ist ja nicht so. Doch, gesetzt. Machen wir es mal hier. Und das gefällt mir relativ gut hier. Hm. Ah. Aber so. Schon wieder daneben gehauen. So, Lapis, gut. 5. Was bekommst du? Durchlauf. Ach, da ist die, wo du den Gegner durchrennen kannst, ne? So. So, du wirst irgendwie nicht davon beeinflusst. Finde ich gar nicht gut. Richtig erledigt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Okay. Warum wird er überhaupt nicht davon beeinflusst? Oh, sehr gut. Hat gereicht. Ich hab 25 Stärke. So, sie hat jetzt Konzentration, was voll überpowered ist, ne? So, Gegner, die nicht kontern können, kriegen einfach mal eine Wahrscheinlichkeit hier gekrittet zu werden. Eine höhere. So. Ja, machen wir den hier. Hm, ich krieg voll Fire Emblem 10 Vibes, wenn ich dieses Lied höre. Ah, er kommt nicht dadurch. Und sie haut ihn weg, aber nee, tut sie nicht. Er haut genau sie weg. Natürlich wieder klar. So, aber. Mhm. Wenn er einmal krittet, dann macht er 9. Ja. Da habe ich zweimal krittet, alles okay. Oh. Nach wegen Lucina, ne? Sehen kriegt er von überall. So, kannst du noch irgendjemand teleportieren? Kannst du. Warum hast du das nicht gemacht vorhin? Ich muss dich aber hochheilen, ja. Sagen. Ach, ein Erfahrungspunkt ist klar. So, perfekt. Jetzt einfach jeden hier in Reichweite. Sehr gut. Ich finde toll, dass wir hier als erstes hingegangen sind.
und Sandsturm. Ich weiß nicht, was das nochmal war. Wir sind untergegangen. Kann der Schaden mit 100... Ah, sie kann einfach mehr oder weniger ihre Verteidigung einsetzen. So, ist da Feuer? Nö. Dann kommen wir her. So, geht rauf. Spin to win. So, sie kann nicht viel machen, würde ich sagen. So, ich will da oben die Situation mit ihnen erledigen. Silberschwert. 36 Angriff, das ist nicht so viel. Hey, warte mal. Eine bessere Idee. Hehe. Verdrehung. Ah, hat er gerade gelernt, ne? So. Wow. Mein Konzept ist natürlich. Oh oh. Der hat sich hinter uns teleportiert, habe ich gerade gesehen. Verdammt. Ich glaube, einer hier stirbt. Einer stirbt jetzt hier gleich. Nein, alles okay. Boah, zum Glück habe ich Zittring genau dazwischen gepackt. Aber ich glaube, hier wäre auch keiner gestorben. Ne, wir waren alle okay gewesen, glaube ich. So, hier brauchen wir kein Feuer mehr. So, wie weiß man, wenn mal weiter hier weg bleibt. Bin ich übrigens nicht schlecht, ne, weil wir bekommen ja für jeden Gegner auch Erfahrungspunkte. Aber das ist jetzt nicht so, als wenn wir Erfahrungspunkte aus dem Fenster werfen oder so. So, du, dich kann ich einfach erledigen. Cool. So, oh, da kommen ja mehr Leute. Ha, er hat aber keinen Teleport mehr. Sehr gut. Okay, der Ansturm ist vorbei. Gott sei Dank. So, und er haut einfach eiskalt. Typen mit Einschlag, beziehungsweise zwei weg. So, aber der wird doch nicht die ganze Zeit hier zu stehen bleiben. Glaube ich nicht. Also zu treffen. Alter, von wie weit hilfst du uns denn? Von wie weit tut er uns denn unterstützen? Starkes Band, oder? Aber ich habe doch. Warum wird er mir hier angezeigt? Warum steht da jetzt Bewegungsgeschwindigkeit? Warum ist auf einmal jetzt da Bewegungsgeschwindigkeit von ihr? Ich habe doch gerade nachgeguckt. Das Spiel macht das doch extra hier. Ich habe doch gerade nachgeguckt und... Der hatte doch keine Bewegung, weil ich jetzt ihn angegriffen habe oder was? Oder weil ich hier mich hin platziert habe? Das ist doch voll unfair. Das Spiel kann doch nicht dauernd die Regeln ja ändern, einfach so. So, wir müssen jetzt mal auf ihr erledigen. Cool. Das ist ja überhaupt nicht nervig zu erledigen.
Ich habe kein Feuer mehr für den. Sie bewegt sich wahrscheinlich dann auch, ne? Ja, weißt du was? Nehme ich jetzt so nicht hin. Mich dann an. Da, guck dich dann an. Warum? Ich verstehe nicht. Warum hat der jetzt bewegt? Weil ich sie angegriffen habe, oder was? Was ist das für eine KI? Nach was für einer Logik operiert die KI? Ich verstehe das nicht. Ja, für die Regeln hier ändern. So, entschuldige, was? Warum bist du nicht schon? Doch. Okay, dann. Die doppeln mich? Gibst du ja nicht, Mann. So. Oh, du willst ja hier niemanden erledigen. Nö. Leider nicht. Dann machen wir folgenden. Er hat danach, die waren alle genau viel Schaden, ne? 36, 36, 36, warum hat er, ach so, wegen dem Miasma. Stimmt. Ich tue halt die ganze Zeit ausblenden, aber stimmt ja, jetzt haben wir ja Miasma überall. Jetzt. So. Ach, ich kann ihn gar nicht dahin platzieren. Verdammt. So, also ich kann ihn fertig machen. Was ist ihre Verteidigung? Was ist ihre... Ah. Da kann ich aber auch nicht reingehen. Was ich machen könnte ist, ja, sie wird jetzt getroffen, aber ist okay. Dann gehen wir hier rein und machen ihn platt. So. Ja, zum Glück macht sie ihn alle. Level 5, da ist Magie-Harmonie oder Buch-Harmonie oder so, ne? Magie-Harmonie. Buch-Harmonie. So, und dann machen wir den hier. Boom. Und nur jetzt mal sie hoch. Ich weiß nicht, warum sie die ganze Zeit hier auf so niedrige KP ist, aber... Oh, ich muss meinen Hauptcharakter leichter platzieren. Und ich hatte Donner umrüsten sollen. Ich bin alt, aber ich bin noch gut. Ist noch voll drauf. Ich muss dich hier packen. Ne? Ja. So, ach, die Situation hier gibt es ja auch noch. So, er ist nicht mehr. Er bewegt sich jetzt nicht. Ich weiß nicht wieso, aber er bewegt sich nicht. So. Na. Habe ich noch einen Schuss? Ja, den hätte ich gerne, falls sich Mobier entschließt, irgendwann zu bewegen wieder. Weiß ich nicht, ne? So.
War auch reicht dann gerade so. Ja, zum Glück brauche ich dich nicht, um ihn zu erledigen. Doppelt so viel Schaden wie er AP hat. So. Und da bin ich jetzt ein bisschen gruselig hier, aber ist in Ordnung. Ich gehe mal hier runter. So, als Unterstützung, ne? Dann kann ich auch nach oben links wieder zurückgehen. So. Ja, und sollte es eigentlich gut gehen. Oh. Ist dieser Schaden auf einmal? Er hat ja die ganze Zeit so viel Schaden gemacht. Dann haben die keine Crit-Chance. Der eine hat den anderen geholfen, okay. Ha, jetzt kommt natürlich das Ding auch noch. So, und er ist immer noch sehr gut da festgepflanzt an dem Ort. So, Überraschung, Überraschung, wir haben noch Leute hier. Sehr gut. Null. Alter, das ist jetzt nicht wahr. Ah. Lapis, du musst ein bisschen mehr abziehen als das. Gibt's du jetzt einfach nicht. Vom Wolf runtergeschlagen. So, dann geht sie eben auf ihn los. Gegen ihn wird ja wohl Schaden machen, ne? Der Witz ist, ich habe ihr extra ein Eisenschwert gegeben, weil er mehr Schaden macht. Überhaupt nichts gemacht. Sie muss mal ein Silberschwert oder so haben. Ja, das ist halt der Nachteil so hier bei. Bei Schwertmeistern. Man Dutzenden Schaden, aber leider sind die ein bisschen schwach auf der Brust, so vom Schaden, ja. Habe ich gerade gesagt, die machen wenig Schaden. Sind schwach auf der Brust. Ich meine, die machen viele kritische Treffer, aber sind schwach auf der Brust. So, jemand noch hier Level 4? Nein, okay, cool. So. Ja, dann müssen wir halt einfach warten, bis die fertig sind, ne, mit ihren Ansturm. Ich rüste, glaube ich, mal die Orkanachse aus. Und sie macht relativ gut Schaden damit sogar. So, aber hier jetzt erstmal. Okay, viel zu viele Nummern. So, natürlich hat er sich jetzt auch noch bewegt, ne? Ich muss dich erledigen. Ich glaube, ich verprügel dich einfach mit ihm. Okay, und dann nehme ich mit unserem neuen Charakter weg, ne? Ja, sie bekommt mehr Erfahrungspunkte als wir. Na, guck mal, wie wenig das ist. Was lieber mit dich um, falls sie trifft. Sehr gut. Ja, 18 ist mehr als 3. So, oh Gott, er macht ihn kalt, wenn ich da nicht rausgehe.
Das ist eine unschöne Situation, die wir gerade sind, finde ich. Aber ist okay. Wahrscheinlich sind die Nebenquests, die wir noch übrig haben, viel schlimmer. Na, du machst, warte mal. Nee, du überlebst halt nicht. Er macht 2×15 Schaden. Aber ich kann mich danach bewegen. Warte mal, ist das überhaupt gut? Ich habe nicht gesagt, gut ist. Oh, wir können ihn einfach erledigen. Na, klappt doch. Dann haben wir dich einfach mit ihr kaputt. Sehr gut. Okay, cool. Ich muss mal kurz mal gucken. Oh, was? Ach, mal doppelt. Hm. So, wenn wir ihn vollgeheilt kriegen, ne? Vielleicht sie noch auch dahin. So, du kannst jetzt, du hast gar keinen Teleport mehr. Ah, wir haben noch einen Schuss. Ich halte dich mal hier. Die haben wir ja auch noch geschützt. Warte mal. Der Mann halte ich bereit. Es wird gleich etwas lustig. Eben ein Verbündeten ziehen, was bedeutet das? Ach, cool. Kann man so durchgehen. Sich nicht viel getan, finde ich gut. Ah, jetzt stehe ich über genau im Miasma. Wechsel du dich immer noch nicht? Okay, Silberschwert 36, kein Ding. Warte, perfekt. So, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich hier reingehe, ne? Aber ich nehme an, da kommen dann auch wieder Gegner raus, ne? Na, warten wir erstmal ab. Bei Tanzeinheit auch mal ein bisschen näher ranpacken, ne? Diese extra 10 Crit, ne? Sehr schön. Oh, what? Oh, ich greife auch noch als letztes damit an. Das ist ja überhaupt nicht cool, Mann. Geschicklichkeit. Versucht mich erstmal zu doppeln, ihr Schwertmeister. So. Sie hat eine Geschicklichkeit von 21. Wie sind das schon wieder passiert? So, bewegt sich immer noch nicht. Cool. So, jetzt er ja. Ne? Jemand muss dich voll heilen, damit du da reingehen kannst. Ich brauche gar nicht meine Kanone, glaube ich. Sie ist mit einem Schlag weg, ne? Joa.
weil das macht eigentlich gar keinen Sinn, ob wir jetzt im Miasma stehen oder nicht, weil wir bekommen immer festen Schaden. Und da einfach reingehen. Machte sie 25 Schaden? Ja, ne? Ne? Egal, haben wir Zitrin noch. So, wenn wir Glück haben, weiche ich mal sogar aus, ne? Aber, Sie wetten erst die erste Zahl. Da stand doch 11, 18 und nicht 18, 11. Also, was kannst du ihn erledigen? Kannst du ihn bestimmt erledigen, ne? Mit einem Schlag, oder? Ne. Und nicht mal allgemein erledigen. So. Versuch nicht zu kritten, aber wenn du kritzt, ist auch egal. Okay. Das ist natürlich nie ansprechen, ne? Dann genau dann passiert es nämlich. Genau dann. So, wir sind relativ gut. Sachen AP hier noch, finde ich cool. Nein, jawohl. So, ich gehe mal da ein, um mich dann eventuell gegen diese Leute da hier zu kümmern. So. Also was, geht du mal dahin? Wir sind schon hochgelevelt. Du kannst dich um das Geschütz hier kümmern, würde ich sagen. Ist da ein? Ich weiß mal hier.